Zu der Arena können wir nicht machen, also gehen wir einfach hier rein. Hanjo! Oh, mein Held! Oh, hallo Kaste. Was? Was? Nein, wirklich? Katrin ist deine Mutter? Ach, das ist mein... Ach, das hab ich überhaupt nicht geschnallt. Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Mutter, oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Kaste nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh, ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Glitzerpuder. Modekoffer. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit diesem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Juror, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, dann bis später. Ich habe keine Ahnung, was die ist. Warst du so überrascht, mich zu sehen, Kaste? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzofen machen. Hofen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an. Das passt besser. Oh Gott, nein, ich will kein Smoking. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Genieße die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten des Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Was zum Teufel? Warum hockt unsere Mutter nicht zu Hause und langweilt sich? Was fällt ihr ein, hierher zu kommen? Okay, ich kann ein Smoking tragen. Wo? Wo haben wir denn den Smoke-Basis-Item? Wo ist denn der Smoking? Hatten wir nicht auch sowas wie einen Modekoffer? Ach da. Einsetzen. Accessoire 11, Hintergründe 3. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hi, ich möchte gerne mitmachen. Willkommen in der Wettbewerbshalle. Hier ist die Rezeption für Link-Wettbewerbe. Du kannst eine Gruppe von Freunden... Nein. Ich möchte nicht. Ich möchte mich nicht verlinken. Hallo, ich möchte gerne mitmachen. Hi, hier ist der Schalter für Übungswettbewerbe. Du kannst hier die Kategorie Model, Tanz und Action üben. Möchtest du... üben? Wer übt denn heutzutage schon? Du willst am Wettbewerb teilnehmen? Du hast doch gar keinen Knurrsbox. Ohne die wird es sicher schwer werden, Wettbewerbe zu gewinnen. Aber wenn du es trotzdem entschlossen bist, werde ich dich nicht hindern. Du solltest erstmal zum Übungsschalter auf der rechten Seite gehen. Ich hab was für eine Box nicht? Wer bist denn du? Hui, entschuldige bitte. Ah, du übst mir für den Wettbewerb. Ich hoffe, du willst das sehr viel Spaß. Zu fischen, damit ja, nein, du nicht oben, ja, auch ein Wettbewerb. Ja, ich sag, man kann ja jeden Fantasie. Und dann, du wendest dich direkt vor dir. Lass mich mal sehen. Du sagst, ja, kann ich euch das sehen und in der Arena. Oh Gott, was ist denn das für eine alte Frackheit, du? Ich habe über kein Wort verstanden, was der alte will von mir. Ein Pokémon, das Kind Knurpse bekommt, schneidet im Modewettbewerb besser ab. Du solltest lernen, wie man in der Knurpserei leckere Knurpse kocht. Ein Wettbewerb hat drei Teile, Model, Tanz und Aktion. In diesen drei Kategorien werden die Teilnehmer bewertet. Ihr habt die Arena-Leiterin gefunden. Willkommen in der Wettbewerbshalle. Ich kann dir helfen, dich für einen Wettbewerb einzutragen. Möchtest du ein Pokémon für deinen Wettbewerb anmelden? Nein, warte, noch nicht. Wir haben ja noch den Das ist ja irgendwo ein Modekoffer. Keine Ahnung, wie ich den Modekoffer aufbekomme. Ja, komm, vielleicht kommt das ja dann, wenn wir gleich hier machen dürfen. Welche Klasse wählst du? Master, normal. Welchen Wettbewerb... Schön. Welches Pokémon soll am Wettbewerb teilnehmen? Wähle ein Pokémon.
bist wunderschön, Asla. Gut, deine Pokémon werden für diesen Wettbewerb eingetragen. Deine Nummer lautet 4. Der Wettbewerb wird gleich beginnen. Hier entlang, bitte. Well. Hallöchen, sehen wir aber scheiße aus. Okay, ich zog den Smoking an. Alter, ich habe mich vor der Frau umgezogen? Ich habe Dinge gesehen, die ich nie wieder mehr sehen möchte. Verpiss dich bitte. Entschuldigung. Hallo. Alter, im Smoking. MC. Gleich fängt er an, denn der Normalklasse Pokémon Schönheitswettbewerb. Mein Name ist Dexter. Ich bin der MC und einer der Juroren. Die Ergebnisse werden am Ende bekannt gegeben, also lauf mir nicht weg. Und hier sind unsere Teilnehmer. Nummer 1, hier ist Martin. Und hier ist Nummer 2, Kim. Ein Applaus für Nummer 3, die nur ein Auge hat, irgendwie. Melanie. Die einäugige Melanie. Und schließlich noch Nummer 4, Case. Yeah! Als erstes muss die Garderobe stimmen, damit wir zur Bewertung kommen können. Schmückt euer Pokémon für den Modewettstreit. Geben wir den Teilnehmern Zeit, sich hinter der Bühne vorzubereiten. Du hast 60 Sekunden, um dein Pokémon mit Accessoires zu schmücken. Stimme sie mit dem Motto des Wettbewerbs überein. Gibt es mehr Punkte? Und nun, unser heutiges Motto ist Erschaffung. Du hast 60 Sekunden, du darfst 5 Accessoires verwenden. Zeig, ob du modebewusst hast. Die Zeit läuft. Ab jetzt! Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe mein Pokémon so wunderschön gestaltet. Vielen Dank für eure Geduld. Jetzt beginnt der Modewettstreit. Nummer 1, Martin. Martin bestreitet den Wettbewerb mit Entlein. Nummer 2, Kim. Kim mit Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Na, das ist aber nicht sehr hübsch, oder? Ich glaube, an den Herzen erkennen wir wieder, wie gut das ankommt. Melanie mit Hörnchen. Oh. Das finde ich aber schön. Und Nummer 4, Case, schickt Asla ins Rennen. Ihr könnt euch mal ein bisschen mehr freuen, ja? Als nächstes folgt der Tanzwettbewerb. Seid ihr alle bereit? Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was hier abgeht, Alter. Der Tanzwettstreit wird gleich beginnen. Können die Nebentänzer den Schritten der Haupttänzer folgen? Finden wir es heraus. Musik ab! Was geht ab? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Nee, grün. Achso, das ist grün. Oder? Nee, hä? Ich verstehe nicht ganz, hä? Ach, da unten ist der... Ah, jetzt habe ich es erst begriffen. Sprung, Sprung, Sprung. Jetzt habe ich es erst begriffen, Alter. Toll. Damit ist der Tanzwettbewerb beendet. Im Moment führt Melanie. Kann das noch jemanden in Aktionswettbewerb aufholen?
Das hat gedauert, bis ich es erstmal begriffen habe. Okay, Zeit für den Aktionswettstreit. Zeigt uns Attacken, die Schönheit darstellen. Je 4 Vorführungen, zeigt uns, was ihr könnt. Ich habe nichts, was Schönheit ist. Toll. Hörnchen führt Eric die Attacke. Wasserdüse vor. Hörnchen agiert in der nächsten Runde als erstes. Durch die Schönheit-Attacke erhöht die Spannung von Eric. Entlein führt Eric die Attacke Kratzfurie vor. Oh nein, für diesen Juror hat schon jemand vorgeführt. Entlein kann deshalb Attacke 2 aus. Durch diese starke Attacke senkt sich die Spannung von Eric. Kiri für Wachstum vor. Durch die schöne Spannung von Julia. Ich weiß noch nicht mal, was abgeht. Eric war sehr beeindruckt von Hörnchen und Entlein. Plus 2. Dexter war äußerst beeindruckt von Asla. Plus 3. Julia war äußerst beeindruckt von Kiri. Asla erregt eine Menge Aufmerksamkeit. In der nächsten Runde beginnt der Teilnehmer mit den wenigsten Punkten. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hörnchen, Aquaknarre. Solarstrahl. Alter, die hat Solarstrahl drauf, ey. Solarstrahl. Aha, so sieht Solarstrahl jetzt also aus. Kratzfurie. Oh nein, für diesen Juror hat schon jemand vorgeführt. Also wir können nur für ein Juror. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und ich nehme wieder für Dexter, weil Dexter ein harter Hund ist. Asla führt Dexter die Attacke Teleporter vor. Ciao. Asla agiert in der nächsten Runde als erstes. Julia war beeindruckt von Hörnchen, Kiri und Entlein. Plus 1. Dexter war äußerst beeindruckt von Asla. Plus 3. Kiri wird deshalb denselben Juror wie ein anderes Pokémon. Nicht beeindruckt. Plus 0. Asla erregt durchschnittliche Aufmerksamkeit. In der nächsten Runde beginnt der Teilnehmer mit den wenigsten Punkten. Nein, wir beginnen. Und wir gehen wieder auf Dexter. Weil Dexter uns liebt. Weil Dexter uns liebt. Er liebt uns. In der nächsten Runde agiere ich wieder als erstes. So ganz eine Ahnung, was hier eigentlich abgeht, habe ich nicht, ehrlich gesagt. So ganz... Weiß ich nicht, der hat ihn jetzt gerade mit Samen beschossen. Die Spannung erhöht sich. Ich weiß nicht, was Spannung heißt. Aber gut, das ist, glaube ich, alles dann, ja. Warum eigentlich immer, oh nein, für diesen Juror hat schon jemand vorgeführt. Weißt du? Julia war sehr beeindruckt von Entlein und Hörnchen. Eric war äußerst beeindruckt von Kiri. Und Dexter war auch äußerst beeindruckt von Asla. Asla erregt durchschnittliche Aufmerksamkeit. In der nächsten Runde beginnen der Teilnehmer mit den wenigsten Punkten, aber wir sind trotzdem wieder dran. Ich weiß nicht, hoffentlich ist das nicht böse oder so. Hoffentlich ist das nicht, wenn man dieselbe Attacke macht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden stört. Naja, alle wunderschön. Ich meine, die machen ja auch immer wieder Kratzfurie. Also im Endeffekt ist es ja relativ egal. Und ich glaube nicht, dass jetzt noch gleich eine Runde kommt, weil wir hatten jetzt 4 Runden. Ich weiß nicht, wie viele Runden es gibt.
Aber für mich ist es dann wichtig, dass meine Nase juckt. Dass wir gewinnen hier, wenn wir gewinnen. Eric war sehr beeindruckt von Kiri, Endline plus 2. Dexter war äußerst beeindruckt von Asla, plus 3. War äußerst beeindruckt von Hörnchen. Asla erregt eine Menge Aufmerksamkeit. Das war's, die Bewertungen wurden abgegeben. Dexter, das war's, Leute. Die Wertungen sind abgeschlossen. Welches Pokémon wird wohl der Gewinner sein? Hier sind die Ergebnisse. Und jetzt ist es an der Zeit, die Sieger der einzelnen Kategorien zu nennen. Zunächst die Ergebnisse des Modewettbewerbs. Wir waren scheiße. Als nächstes die Ergebnisse des Tanzwettbewerbs. Da hat es gedauert, bis ich es begriffen habe. Bin ich ganz ehrlich, da hat es gedauert, bis ich es begriffen habe. Und schließlich die Ergebnisse des Aktionswettbewerbs. 4. Gewonnen hat Dexter. Ja gut, das Tanzen hat halt mich ein bisschen rausgehauen, weil ich keine Ahnung hatte vom Tanzen. Ich hatte leider gar keine Ahnung vom Tanzen. Das war dann ein bisschen so... Außerdem hat die betrogen, weißt du? Sie hat doch mit den Juroren geschlafen, ganz ehrlich. Das sieht man die doch schon an. Die hat ja plötzlich wieder ein Auge bekommen. Die hat doch mit den Juroren geschlafen, ey. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Die Bitch hat, die hat 100 Pro, hat die, ne? 100 Pro. 100. Naja, wir haben's mal gemacht, ne? So, wo geht's denn? Achso, ja, nee, komm, das mach ich nicht nochmal. So, wir sollen hier irgendwo noch ein Evoli bekommen in irgendein Haus. Wir suchen mal ganz kurz. Sollen wir danach suchen? Hi, oh, du bist ein Trainer. Das heißt, du verwendest Boxen. Du bist also ein Anwender. Oh, was ist denn? Du schaust so erstaunt. Ach ja, natürlich. Entschuldige, ich rede wieder schneller, als ich denke. Ich heiße Lana. Kennst du die Boxen auf dem System? Ich bin Systemadministratorin. Hey, sag mal, ich hoffe, ich überrumpel dich nicht damit, aber du willst nicht zufällig ein Pokémon namens Evoli? Hier, bitte. Moment, das klappt nicht. Mehr Pokémon kannst du nicht tragen. Genau an diesem Punkt kommt meine Box ins Spiel. Das war jetzt keine sehr lange Suche. Gebe ich zu, das war keine sehr lange Suche gewesen nach dem Evoli. Das ging jetzt relativ schnell. Das ging, also Evoli war jetzt wirklich, das kam jetzt nicht überraschend. Ablegen. Ich lege mal ganz kurz Togetic ab. Ja, ich weiß, es ist nicht Togetic. Togetic ist, glaube ich, die Entwicklung. Der wird Level 20. Ich habe keine Ahnung. Mit einem EP-Teiler natürlich wesentlich angenehmer zu holen. Das war jetzt echt nicht suchen gewesen hier. Hast du es dir überlegt? Ja. Dieses Evoli habe ich von einem guten Freund aus Johto erhalten. Er hat ganz viele. Wie viele er über die Jahre wohl aufgezogen hat? Aber vielleicht interessiert es dich ja gar nicht so sehr. Sei bitte lieb zu ihm. Case erhält ein Evoli. Möchtest du es... Ja. Warte, jemand wollte nämlich Evoli werden. Warte. Da. Mann. So. Dafür müssen wir jetzt nur noch mal in den einen Wald und da können wir es dann, wenn es da Level up geht, dann, welches Level ist denn Evoli eigentlich? Oh, Level 20. Mag süßes Essen. Erleichtert das Entkommen. Angst haben. Rechte Hand. Steigert die Kraft der Angriffe des Freundes in einem Doppelkampf. Ach, dafür war rechte Hand immer. Ich wusste nie, wofür rechte Hand war, ehrlich gesagt. Wir haben Evoli dabei. Gut. Ach ja, die Knusperdinger, ne? Die brauchen wir ja, glaube ich, für den Wettbewerb, ne? War da nicht was? Hi, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer wieder gerne, wie du leckere Knusps...
für dein Pokémon-Team zubereitet. Am Anfang musst du den weichen Teig sanft rühren, damit er nicht überkocht. Wenn er fest wird, rühre stärker in großen Kreisen. Am Schluss wünschst du dir, dass er lecker wird und rührst noch schneller. Hallo, hier kannst du Beeren kochen und aus ihren Knusps machen. Möchtest du alleine oder mit Anna zusammen kochen? Alleine. Tut mir leid, du brauchst einen Knusp. Kriegst du was her? Wo krieg ich denn sowas her? Gute Ernährung gibt Menschen und Pokémon Energie und macht sie glücklich. Ja, 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 Omi, komm. Mach einen Kopf drauf. Im Wifi-Club kann ich... Ja. Niemand möchte mit Freunden irgendwelche Knuspertaschen machen. Also bitte, wer stellt sich denn hier hin und, ne? Pokémon-Fankampf, alle Trainer... Fanclub, alle Trainer sind willkommen. Mahlzeit. Hallo, hallo, ich sag mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du dein Pokémon, ich sag mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nun, ich sag mal, was mich betrifft, ich gebe ihm einen leckeren Knusp. Warum fragst du? Weil ich damit, ich sag mal, meine Zuneigung zu ihm ausdrücken kann. Ein Beispiel. Wenn ich sag mal, mein Pokémon einen süßen Knusp gebe, gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel. Ein scharfer Knusp, ich sag mal, schenkt man einem Coolness-Pokémon. Deswegen sind Knusp, ich sag mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sag mal, hiermit schenke ich dir diese Knusp-Box. Viel Vergnügen, sag ich mal. Case erhält eine Knusp-Box. Oh, jetzt können wir backen. Toll. Mein Leben hat wieder einen Sinn, wir können backen. Füll sie, ich sag mal, mit vielen Knusp und verteile sie großzügig an deine Pokémon. Wir können backen. Hurra, unser Leben hat wieder einen Sinn, wir können backen. Ich will jetzt backen. Hey, Mutti, ich will backen. Hi, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer wieder gerne, dass du die falsche Person angesprochen hast. Denn den Rest, das kriegt man schon nämlich hin. Und am Schluss wünschst du dir... Genau. Hallo, hier kannst du Beeren kochen. Und genau, möchtest du alleine kochen oder alleine? Ich hätte gerne... Das da. Wie muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Hallo? Erklärungen im Spiel. Ah. Alter, ist das schwer. Hallo, dreh den Penis. Alter, oh. Okay, mit Maus und Tastatur ist das aber richtig fickig, du. Das ist aber richtig fickig mit der Maus und Tastatur. Übergekocht, neunmal angebracht. Schlechter Knusp. Schlechter Knusp. Ja, komm, das ziehen wir jetzt durch, Alter. Das ziehen wir jetzt durch. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Alter, dreh den scheiß fucking Teig, Alter, sonst zünd ich diesen fucking Teig an, der dreht sich nicht. Oh, ist das eine Kacke. Okay, das macht ja gar keinen Spaß hier. Ich mach schon so schnell, wie ich kann. Es geht nicht noch schneller.
Wuhu! Wer rührt denn links rum und rechts rum? Wer macht denn sowas? Jedes Mal, wenn das Ding gerade an Speed gewinnt, ne? Okay, mit Maus und Tastatur ist es aber richtig, richtig fickig, sage ich mal. Also, ohne Scheiß. Also, mit Maus und Tastatur brauche ich das hier gar nicht versuchen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja grausam. Ich will Arena-Kämpfe machen. Ich will Arena kämpfen.